Buenos dias, liebe Padeleros. Hier ist wieder euer Christian mit eurem Padello-Training. Heute beschäftigen wir uns mit dem wohl höchsten Schlag im Padel, dem Lob. Der Lob ist beim Padel einer der wichtigsten Schläge, weil wir durch den Lob die Möglichkeit haben, das Netz zu gewinnen, wenn die Gegner sich eigentlich am Netz befinden. Deshalb hat der Lob eine riesengroße Priorität. Technisch ist der Lob relativ simpel. Es ist allerdings sehr, sehr wichtig, die richtige Art des Lobs in der richtigen Spielsituation zu spielen. Zunächst mal, es gibt beim Padel tatsächlich zwei unterschiedliche Arten von Lobs. Und zwar einmal den, ich sag mal, sogenannten schnellen Lob und den Skylob. Beim Skylob schießen wir den Ball wirklich so, ich sag mal, hoch wie möglich in die Luft, um über die Gegner rüberzukommen. Und bei dem schnellen Lob versuchen wir den Gegner mit der niedrigstmöglichen Höhe über die Gegner rüber zu spielen, sodass wir gerade über sie rüberkommen und die Gegner damit ein bisschen unter Druck setzen können, damit die eben dann keine Zeit für zum Beispiel einen guten Bachade haben. Tatsächlich ist es sehr wichtig, auch ein Bewusstsein für diese beiden unterschiedlichen Lob-Varianten zu entwickeln, denn die beiden Lob-Varianten haben unterschiedliche Risiken, aber auch unterschiedliche Vorteile. Beim Skylob zum Beispiel ist es so, dass wir den Nachteil haben, dass sich der Gegner lange auf den Ball vorbereiten kann. Das ist allerdings auch wieder ein Vorteil, da wir auch mehr Zeit haben, uns aus zum Beispiel schwierigen Situationen zu befreien, durch diese lange Flugzeit. Der zweite Vorteil beim Skylob ist, dass durch seine steile Flugkurve nach unten es dem Gegner relativ schwierig fällt, den Ball gut zu verarbeiten. Hinsichtlich der technischen Aspekte sollten wir insbesondere auf drei Sachen achten. Ich unterteile das jetzt einmal gerade, um das zeitlich besser einordnen zu können, wieder in diese zwei Abschnitte Schlagvorbereitung und Schlagausführung. Innerhalb der Schlagvorbereitung müssen wir insbesondere die eine Sache beachten, dass die Vorbereitung auf den Lob genauso aussieht wie auf eine normale Vorhand oder Rückhand. Das ist insbesondere so, denn wenn der Gegner erkennen kann, dass wir einen Lob spielen wollen, dann kann er sich schon nach hinten bewegen und sich dann besser auf diesen Überkopfball vorbereiten. Wenn das alles in der Vorbereitung gleich aussieht, kann er nicht erkennen, was passiert. Das ist ganz wichtig. Insbesondere hier, dass wir nicht, wer weiß, wie weit ausholen für den Lob, weil wir meinen, wir müssen den Ball so weit nach oben schlagen. Das ist alles auch mit kurzen Ausholbewegungen möglich. Gut, die zweiten oder die anderen beiden Sachen befinden sich dann in der Schlagausführung. Und zwar, wir befinden uns dann hier in der Schlagposition, sei die Stellung. Und hier müssen wir auf zwei Sachen achten. Und zwar einmal, nicht zu viel mit dem Handgelenk machen. Denn beim Lob ist es ganz, ganz wichtig. Wir kennen das wahrscheinlich, wenn wir schon mal Paddel gespielt haben. Mal ist ein Lob zu kurz, mal ist ein Lob zu lang. Dadurch werden wir unsicher. Das können wir verhindern, indem wir jeden Lob gleich spielen. Deshalb festes Handgelenk und die Schlagbewegung sieht immer so aus, dass wir den Arm lang bewegen. Wir wollen nicht irgendwelche kurzen, abgehackten Bewegungen, weil wir meinen, das ist irgendwie gerade cool oder hilft uns besser weiter, sondern der Schlag muss immer gleich aussehen. Es muss immer eine Bewegung sein, die immer gleich ausgeführt wird und nur so können wir die Konstanz erreichen. So viel insbesondere zu den Lobs, wenn wir den Ball vor der Bande spielen. Nach der Bande ist es genau das Gleiche. Wir bereiten uns auf den Lob nach der Bande genauso vor wie auf eine Vor- und Rückhand nach der Bande. Und die Schlagbewegung ist dann im Prinzip identisch. Also auch hier festes Handgelenk und der lange Arm. Eine kurze weitere Erklärung dazu, wo wir die Lobs überhaupt hinspielen wollen. Also normalerweise müssen wir immer beachten, der Crosslob ist immer einfacher als der Longline-Lob, weil eben die Diagonale länger ist als die Gerade. Deshalb ist der Crosslob grundsätzlich erstmal einfacher. Natürlich geht es aber immer auch darum, okay, welcher der beiden Gegner ist über Kopf gefährlicher, wie auch immer. Danach entscheidet man, über welchen Gegner man den Lob spielt. Und von der Platzierung, wir versuchen natürlich irgendwo zwischen weiße Linie und Glasscheibe zu kommen. Allerdings müssen wir auf der einen Seite aufpassen, dass wir nicht zu nah ans Glas kommen. Auf der anderen Seite darf der Ball auch nicht zu kurz sein. Das heißt, meistens kalkuliert man so ungefähr einen Meter vor die Scheibe an. Jetzt schauen wir uns den Lob nochmal in Realgeschwindigkeit an. Wichtig, wie ich eben schon gesagt hatte, dass die Vorbereitung genauso aussieht wie bei der Vorhand oder bei der Rückhand. Dass wir nicht zu weit aus sind, sondern eine kurze Ausbewegung haben und dann in der Schlagbewegung den langen Arm beibehalten, nicht viel mit dem Handgelenk machen und los. Zack, langer Arm, hoch und dann nach oben durch. Nicht viel mit dem Handgelenk machen, alles nur durch die Armbewegung, die aufwärts geht. Hoch, Ball, Treffpunkt ist vor dem Körper. Häufig hilft es bei den Lobs, die ohne Bande gespielt werden, dass man sich ein kleines bisschen nach hinten fallen lässt, weil es dann einfacher ist, den Ball in die Höhe zu schießen. Und wenn man in der Vorwärtsbewegung ist, dann kommt es schnell mal vor, dass man ein bisschen zu viel Länge im Schlag hat. Und umgreifen, zack. Darüber hinaus noch drei kleine Tipps und Tricks, die den Einsatz der Lobs doch noch mal ein bisschen vereinfachen können. Und zwar zum einen, wenn wir sehen, dass wir den Ball gegen die Bande gehen lassen und danach den Lob spielen wollen. Und wir sehen, der Ball ist sehr, sehr tief und wir kriegen ihn eigentlich nur noch als Lob gespielt. Kann es manchmal helfen, umzugreifen. Das heißt, dass man den Schläger wirklich in so eine Schaufelstellung nimmt, weil man sieht, okay, wir kommen nur noch so unter den Ball und dann wirklich den Ball mit dieser Position des Schlägers dann anhebt. Das ist ein kleiner Tipp, macht es mir manchmal nach der Bande ein bisschen einfacher, den Lob noch zu spielen. Zweiter Tipp,
wenn wir potenziell auch einen Bachada spielen könnten. Das heißt, der Gegner hat gerade einen Lob gespielt, wir bewegen uns nach hinten und haben den Ball hier oben, können wir häufig sehr, sehr gut auch einen schnellen Lob spielen, weil die Gegner rücken dann in diesen Situationen meistens sehr nah ans Netz auf und versuchen dann den Bachada zu verteidigen. Dadurch ergibt sich hinter den Gegnern sehr, sehr viel Platz, sodass wir mit einem schnellen Lob auch sehr, sehr gut wieder ans Netz vorrücken können. Und als letzter Tipp, den Skylob kann man auch sehr, sehr gut nutzen, um selber ans Netz vorzurücken, obwohl die Gegner den Ball noch aus der Luft nehmen. Beim schnellen Lob hat man da keine Zeit für. Der Ball hat eine relativ kurze Flugzeit. Das heißt, wenn man ans Netz vorrücken würde und die Gegner stehen vorne am Netz und spielen den Ball noch als Überkopfschlag, ist man meistens noch nicht ganz vorne am Netz. Durch den Skylob hat man aber genug Zeit, um sich vorne zu positionieren. Die Gegner müssen oder werden den Ball aus der Luft nehmen und dann können wir den Ball schon versuchen, am Netz abzufangen. So viel an dieser Stelle erstmal zum Lob. Ich hoffe, das Video hilft euch insbesondere, dieses Bewusstsein für die zwei unterschiedlichen Lob-Varianten zu wecken und wann ihr die am besten einsetzt. Sollte euch das Video gefallen haben, dann abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns hier bald mit weiteren Paddel-Videos wieder. Macht's gut!